Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Sisland is Myland. So, wollen wir mal gucken, ob wir das Camp jetzt mal endlich hier geklärt kriegen in dieser Folge oder ob immer noch mehr Verstärkung aus Newbridge hinzugezogen wird oder dazukommt. Wir haben es ja hier eigentlich schon komplett leer. Da hinten kommt schon wieder einer angeritten, gerade gesehen. Wir hatten es ja eigentlich schon geklärt, das Lager oder das Camp hier. Konntest du noch nicht niederbrennen? Oh, da hinten läuft wieder einer vereinzelt. Reiten die jetzt weg? Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir uns die, die sie hier noch rumschleichen, ob wir uns die nicht irgendwie cachen können. Weil die sind jetzt natürlich alle... Ach nö. Wo ist wieder einer, den ich noch nicht markiert habe? Suchen wir nochmal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weg. Nee. Muss näher ran. Aber da scheint doch nur einer zu sein, oder? Der kann über die Hügel gucken, oder was? Oder guckt der da so gerade eben drüber? So. Da sitzt einer. So ein Sauhund. Hier, direkt hinterm Gebüsch. Passt auf. Da. Zack. Ach, der. Komm ich an den... Guys, they're here. Oh, shit. Was... So, und im Rache habe ich abgeschlossen. Der hat mich also gekillt gehabt. Aber, dass ich den nicht getroffen habe, obwohl ich direkt davor stand, fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Muss einfach besser zielen. Aber so ist das, ne? Dann ist man nervös, der steht direkt vor ein und dann schießt man links und rechts dran vorbei. Man sagt ja auch, bring keine Pistole zum Nahkampf mit. Weil da bringt dir eine Pistole nicht viel. Weil wie man sieht, man schießt eher dran vorbei. Je näher man dran ist. Ich darf auch nicht schnell laufen. Der reagiert da schon etwas. Na, komm, komm. Jetzt habe ich dich. Okay, okay. Stop. Don't kill me. I'll talk. Just, Felix Sullivan. Please. Der wollte noch aufs Herd aufsteigen, okay. Während ich ihn betäubt habe. Kann ich nichts nehmen hier. Doch, plündern. Alles nehmen und einschüchtern. Und natürlich überladen. So, was können wir denn wegschmeißen? Komm, ablegen. Die schmeißen wir mal weg. Läuft hier noch? Ach nee, das ist der Typ. Dachte gerade, jetzt schleicht hier noch einer rum. So, können wir jetzt das Camp abbrennen und uns und dann um die Stadt kümmern? Oder wie schaut es hier aus? Also eingenommen haben sie sie noch nicht wieder. Siedlung niederbringen. Eins, ach, da kommt eine Patrouille wieder. Da ist noch einer. Na gut. Wolltest du denn hin? Wir riskieren es, uns an den Rand zu schleichen. Ah, oder auch nicht. So. Gut, 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 gut.
Kann man jetzt niederbrennen? Ja, Newbridge ist dir zu nah. Nee, jetzt kann ich das nicht niederbrennen, weil die Stadt zu nah ist, oder was? Ah, okay. So. Aber ich muss mal eben schauen, wo ist mein Pferd da hinten. Du kannst ja rufen, ne? Da ist es. Ne, da ist es doch schon. Set. Nein, nicht TZ. So, legen wir es mal alles in die Satteltasche. Bisschen Gewicht loswerden. Das brauchen wir noch. So, Satteltasche ist voll. Das Essen. Oh, jetzt wird es dunkel, das ist gut. Weil in der Stadt, die sind bestimmt auch schon in Alarmbereitschaft. Nicht in der Siedlung, ich versuch's nochmal. Ah, jetzt geht's. Wahrscheinlich war ich, während ich in der Siedlung gestanden habe, zu nah an Newbridge dran. Okay. So. Das auch auf jeden Fall weg. Können die das auch nicht mehr zurückholen. So, jetzt müssen wir mal hier hinten runter. Dann mal. Wollen wir noch ein bisschen näher an Newbridge dran kommen. Da ist ein Eingang, okay. Absteigen. Ist natürlich jetzt ein kleiner Vorteil für uns, dass es gerade Nacht wird. Wobei ich denke mal, dass hier immer noch genug in der Stadt rumschleichen werden. Wo ist denn da einer? Feinde aufspüren. Leg dich mal auf den Boden, geht das nicht? Hä? Habe ich da ausgewählt oder nicht? Nee, so. Irgendwo ist hier einer, der uns sehen kann. Vielleicht da oben im Turm? Nee, da. Ach, der ist da hinter der Kiste, ist der. Okay. Gucken, ob wir den ausnocken können. Nee, der ist noch zu weit weg. Hat er das gehört? Nicht. So, jetzt sind wir nah genug dran. So. Schaut es da aus? Alter, sind da noch viele. Okay. Die hängen ja auch alle auf einer Stelle. Ich glaube, an denen komme ich nicht ran. Ohne, dass sie mich sehen. Oder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind da noch viele im Lager? Das wird doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das ist natürlich die Frage. Da durchkämpfen. Krieger holen. Aber die rotzen uns die Krieger so weg. Da sind ja, glaube ich, auch noch zwei Patrouillen drin. Ja, ja, guck mal, da sind... Oh, da, guck mal, da hinten, habt ihr gesehen, da hinter den Zelten. Da sind ja auch noch mal welche. Ja. So, dann machen wir noch mal Feinde aufspüren.
Einziges, was wir machen können, ist hier ein bisschen warten mal und hoffen, dass die sich beruhigen und dann vielleicht schlafen gehen, dass wir die dann hier so nach und nach so ein bisschen ausdünnen können. Dafür muss ich mir aber erstmal eine sichere Stelle suchen. So. Ja, hier könnte das gut gehen. Guck mal, wie viele da sind. Das ist ja Wahnsinn. Und ich glaube noch nicht mal, dass wir schon alle aufgedeckt haben. Na gut. Was wollen wir jetzt genau? Pfeife rauchen. Und mal gucken, ob wir so ein bisschen die Zeit vorspulen und ob sie dann vielleicht mal schlafen gehen. Oh, da draußen rennen jetzt welche rum. Ja, ich glaube, die gehen schlafen, ne? So ein paar. Okay, nur nicht zu weit vorspulen. Dass ich, so, da läuft jetzt noch einer. Auf dem Pferd ist auch noch einer. Ah, da komme ich nicht. Da komme ich nicht ran, ne? Ja, ich versuch's mal. Wenn der sich nicht gerade zum Zelt dreht, vielleicht kann ich den ja auch ausnocken und den Reiter. Nur aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Ach nö, gibt's doch nicht. Da muss ausgerechnet der aufstehen oder was? Der hat aber einen schlechten Schlaf gehabt. Nicht sterben. Nicht sterben hier. Oh Mann. Und das war doch jetzt echt gemein, ne? Dass der direkt aufgestanden ist in dem Moment, wo ich da um die Ecke komme. Er hat aber auch wirklich nur einen Sekundenschlaf gehabt. Ach, jetzt sind sie wieder alle alarmiert. Das ist natürlich blöd. Ich habe auch nur 35 Pfeile. Ich meine, durchkämpfen bringt hier auch nicht wirklich viel. Da müsste ich ja wenigstens, also da müsste ich ja wenigstens zwei, drei, ja, drei, vier Kriegstrupps müsste ich ja auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, im einen Kriegstrupp passen fünf Krieger rein oder so. Ja, da brauche ich ja sechs Kriegstrupps, wenigstens gut ausgerüstet. Da gehen ja bald meine ganzen Indianer bei drauf. Oh Mann, ey. Okay, ich glaube, so Städte. Das ist nicht so einfach. Schaut's denn hier unten jetzt nochmal aus? Ja, da sind alle drin. Wo bist du eigentlich? Da. Ich müsste mal eigentlich auch nochmal auf 8 bringen. Ach, Kerl. Ja, was mache ich denn jetzt? Das ärgert mich. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, aber hier jetzt wegzulaufen, aber das macht keinen Sinn. So. Da sind wir Stunden beschäftigt, bis dass ich die hier jetzt alle einzeln ausgenockt habe. Und ich kann die auch nicht alle töten. Aber was sagen denn meine Sozialpunkte? Oder wird das hier gar kein? Werden die nicht rot? Gehen die einfach nur auf Null? Ja, die muss ich erstmal wieder hochbringen, glaube ich. Auch. Ja, gut, das bringt hier nichts. Ich würde sagen. Ja, wo ist denn das nächste Lagerfeuer oder Außenposten? Mal hinschauen. Wo ist denn hier eins in der Nähe? Da ist eins. Auf der anderen Seite von der Stadt ist auch eins. Ich glaube, das ist am nächsten, ne? Dann reiten wir dahin. Ja, und dann müssen wir uns überlegen. Wie sieht es denn hier aus? Das sind auch 7er, 6er, 4er.
Ja. So, das haben wir auch noch nicht befreit. Könnten wir da ja mal gucken. Aber da waren die Banditen, ne? Müssen wir uns nur aufpassen, dass die Banditen nicht zu nahe kommen. Weil die haben auch ordentlich Damage gemacht. Ja. Oder reite ich hier runter und dann holen wir uns den Außenposten. Nee, das mache ich offline. Das mache ich offline. Wir reiten jetzt hier hin und dann schauen wir mal weiter. Da müssen wir uns auch erstmal ein bisschen organisieren. Cool wäre es ja, wenn man so einen Kriegstrupp nehmen könnte und sagen könnte, so lockt, dass man den Feind markieren könnte und dann sagen könnte, so, das ist der Feind, um den kümmert ihr euch und dann lockt ihr den mal aus der Stadt raus, sozusagen. Und mit dem anderen Kriegstrupp wird man dann in die Stadt reingehen. Okay, jetzt bin ich natürlich irgendwie hier so bei einem ganz anderen Spiel, ne? Aber wäre natürlich auch eine coole Sache. So, wo ist denn unser Lager? Das, müsste da sein. Ja, ein bisschen mehr strategische Tiefe würde mir hier schon gefallen. Und die Leute da mal so ein bisschen rauslocken kann. So die Patrouillen zum Beispiel oder so. Dass man die weglocken kann und sich dann im Prinzip um die Leute in der, die in der Stadt bleiben, kümmern kann. Bin ich denn doof? So, da. 500 Mal wahrscheinlich dran vorbeigeritten. Da ist es doch. So, absteigen. Dann machen wir auch direkt die Satteltasche leer. So, packen wir das auch erstmal alle wieder hier hin. So. Ja, ich würde sagen, mal gucken. Wir haben ja auch noch kleinere Camps, habe ich gerade gesehen. Ein Fünfer hatten wir auf jeden Fall noch. Haben wir hier. So. Was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen 10 Rob, ne? 10 Holz und 10 Bärenfelle. Machen wir das nochmal eben. So, sagen wir 10 Rob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann brauchen wir Wood. 10 Stück. 9, 10. Und dann brauchen wir noch Wildschweinfell, ne? Wildschwein 10 Stück. 10 Stück. Und dann können wir die hier ins Lager packen. Ne, ich glaube, hier sind wir verkehrt, oder? Da müssen wir hin. Da. So, und packen wir das da mal rein. Schließen. So, das, wieso kann ich das jetzt nicht? Ach Mist, der braucht ja genau die anderen Sachen. Bohrtast. Erstmal gucken, haben wir denn nach Buffalo? Ja, haben wir. 5 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Dann war das, glaube ich, hier.
ne? Irgendwas mit Hirsch. 20 Stück und Wildschweinzähne. Ja, komm, dann nehmen wir alle ins Inventar legen. So. Und dann war das Stacks. Da braucht man, glaube ich, auch 20. Da haben wir aber nur 6 von. Ach man, da müssen wir mal. Dann nehme ich die schon mal. Pack die auch hier rein. Ich glaube, dann gehen wir mal eben ein bisschen einkaufen. Könnte auch Krieger losschicken jetzt, aber ich glaube, wir haben das noch gar nicht gelernt. Die können das noch gar nicht sammeln. Deshalb gehen wir mal eben hier in Handel. So. DAX. Ach nee, global. Ich. Ah, okay. So, Handel. Kann ich da? Ach, hier kann ich suchen. So, Animal Skin. Da, Stuckspelz. Kaufen. Ja, komm, da kaufen wir mal. Oh, das ist ein bisschen viel. Ne. Also, 100 Stück müssten eigentlich reichen. Erstmal. Hey. Auch keine Zahl eingeben kann, ne? Mit einem Doppelklick oder so? Ne. Ja, komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, machen wir mal so. Da kann ich jetzt eine Zahl eingeben? Nee, auch nicht. Ja. Bestätigen. So. Vorrat 9.0. Achso, ja, weil wir jetzt hier das Fell gekauft haben. So. Irgendwelche Events, die wir abgeschlossen haben, zufällig. Ja, hier. Komplett, komplett. Nehmen wir die Sachen auch noch mit. Ja, die SP nehmen wir auch mit. Das sind dann 6.488. So, wie viel SP haben wir denn? 13.000. Ist aber zu wenig, glaube ich. So. Jetzt können wir die Sachen hier wieder reinpacken. Und dann müssten wir das jetzt auch eigentlich upgraden können. Ja. Auf 8 Krieger. 8 Krieger müssen es auf jeden Fall schon sein. So. Haben wir jetzt hier alle auf 8. Müssen wir jetzt nur noch ein paar Krieger dazu kriegen. Die Lager wieder auffüllen. Ach, guck mal, jetzt seh ich jetzt zum allerersten Mal, der zeigt mir an, da wirklich, wie viel Pferde ich, da habe ich 2, okay, wie viel Pferde ich da drin habe, gar keine, das, ey, ist das jetzt Folge 31, 32 oder so, keine Ahnung, und jetzt sehe ich da zum ersten Mal, hier oben steht, wie viel Pferde wir im Lager haben, super, sag ja immer, Augen auf, gut, dann haben wir das, Ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Ich würde sagen, ich überlege mir mal, was wir hier als nächstes machen und bedanke mich dann fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.